Zerstörung der Herzklappen und Endokard mit drohender Zerstörung der Herzklappen. Ursachen? Es gibt bakterielle Endokarditis, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD, Verlust geistiger Fähigkeit mit Gedächtnis und Wahrnehmung. Hey, so lerne ich. Ich bin kurz vorm Examen. Nächste Woche geht's los. Nächste Woche habe ich meine schriftlichen Prüfungen. Montag, Dienstag, Mittwoch, jeweils drei schriftliche Prüfungen. Dann habe ich dann irgendwie nochmal einen Tag dazwischen irgendwie Ruhe. Und dann geht's los auch schon mit den drei mündlichen. Jeweils an einem Tag eine mündliche. Momentan ganz schön im Stress. Ich lerne, falls du auch Altenpfleger, Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger oder was auch immer werden willst, ich habe mir alle meine wichtigen Krankheiten hier aufs Phone gesprochen. Schlaganfall, Apoplex, Hirnschlag, auch genannt akute Durchblutungsstörung oder Blutung des Gehirns mit neurologischen Ausfällen. Genau. Apoplex. Apoplex, genau. Das ist ja das Thema, genau. Es gibt zerebrale Ischämien. Bis zu 80% der Fall. Ja, und es gibt die intrazerebrale Ischämien. Genau, das sind dann die anderen Sachen. So geht das weiter. So habe ich mir, ich kann euch das gerne mal zeigen. Ich habe mir das Ganze irgendwie aufgeschlüsselt. Drauf gesprochen, in dieser Form. Hier gibt es bei mir Anatomie, habe ich 13 Stück, da gibt es so Sachen wie Nieren, wie funktioniert das, Herzfunktion etc. pp. Es sind jetzt nur noch die allerwichtigsten. Psychologie und Soziologie, das ist nochmal ein Hammerthema, da habe ich auch ein bisschen Schiss vor. Das ist schon eine dicke, fette, schriftliche Prüfung. Pflege ist nicht mehr ganz so viel übrig geblieben, das habe ich schon fast verinnerlicht alles, das ist sozusagen ins Blut übergegangen. Krankheitslehre habe ich jetzt unterteilt, einmal hier so die normalen ursprünglichen Sachen, Urolithiasis, Pneumonie, Psoriasis, das sind so Sachen, die sitzen einfach, das ist ganz gut, Neurodermitis, Magenkarzinom, Leberzirrhose und. Und die habe ich mir jetzt nochmal rausgeholt. Hier unten sieht man wichtig, 21 Stück, das sind die wichtigsten Dinger, Parkinson, KHK, Endokarditis und. Und immer drauf gesprochen. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD. Das chronische. So kann ich lernen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich kann halt nicht mit irgendwelchen Kartensystemen. Ich habe auch Karten, Massenkarten. Ich kann euch das mal zeigen. Das sind meine Karten. Ja, ich weiß nicht. Hier, KML, Krankheitslehre, KML, dann ist das hier noch, da ist noch Recht mit bei, sehe ich gerade. Wundheilungssysteme, das müsste sogar noch DTH sein. Genau, also KML, DTH, Pflege. Hier habe ich noch Sonstiges. Das habe ich gar nicht ausgefüllt, da fehlt noch was. Da habe ich dann aufgegeben irgendwann. Hier habe ich die ganzen Geschichten, das muss ich so rumhalten. Passt auf, also hier sind noch ein paar Lehre. Korrektum, Soziologie. Sozio. 5 Stufen. Renner, was ist das denn? Ah, BS und Krisen. Ein Hammerfach. Krisen, ehrlich. Also, da kriegst du bald eine Krise. Dann hier Sozio. BS und Krisen. Krisen. Psychologie. Wird ein bisschen, also es läuft auch noch nebenbei irgendwie. Man muss ja so die Grundlagen wissen, worin man das tut. Also ich sag's euch, ganz schön Stress. Examen machen. Hier, sage ich nur, hier. Mehr erstmal auch nicht von mir. Das ist erstmal der allerletzte Block für die nächsten, ich würde mal sagen, weil dann habe ich dann im Juli, habe ich da meine praktische Prüfung. Da geht es dann auch nochmal richtig los. Und danach melde ich mich auf alle Fälle wieder mit schönen neuen Sachen aus dem Bereich Pflege, aus dem Bereich Sport vor allen Dingen. Ich habe schon Aussetzer. Hier, das Stück merke ich schon nicht mehr. Hier, das ist Parästhesien, habe ich schon. Meine Fresse, ich sag's euch. Bis dann. Ciao.